Frankenau, die kleine Stadt am großen Wald, wie sie sich selber bezeichne, die Nationalparkstadt mit wunderbaren Ausblicken ins Sauerland, bekommt einen neuen Bürgermeister. Das heißt, er muss noch gewählt werden, der neue Bürgermeister. Im Moment stehen 4 Kandidaten parat, die sich um einen Posten im Rathaus von Frankenau bewerben. Und er ist einer davon. Philipp Gabriel. Ja, wir sitzen hier in dem neuen Hütchen, in dem Happy Hour Hütchen, wie das glaube ich draußen heißt, und treffen uns zum Gespräch mit dem Bürgermeisterkandidaten Philipp Gabriel. Schönen guten Tag, Herr Gabriel. Schönen guten Tag, Herr Dulek. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Werden wir mit den anderen auch nochmal sicherlich machen, soweit sie bereit sind. Mhm. Wer ist Philipp Gabriel? Wer ist Philipp Gabriel? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich weiß, ich bin auch schon oft darauf angesprochen worden, wer sind Sie, wie kommt man hierher? Ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet, komme gebürtig aus Berlin, bin seit 12 Jahren ansässig in Nordhessen, bin hier sozusagen der Liebe halber hängen geblieben, meine Frau kommt von hier. Und ja, kann eigentlich sagen, dass Nordhessen in den letzten 12 Jahren meine Heimat geworden ist. Ja, nun ist Frankenau ein Wunder, wie wir schon eben festgestellt haben, ein wunderschöner Ort, aber nicht der Nabel der Welt. Wie kommt man denn jetzt von Berlin über Kassel ausgerechnet auf Frankenau, sich als Bürgermeisterkandidat zu bewerben? Also der Weg von Berlin nach Kassel ist erstmal bedingt durchs Studium tatsächlich gewesen. Ich habe halt eine Fachhochschulreife über den zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und Hessen, sag ich mal, war so freundlich, mir an der Universität jeden Studiengang zu öffnen. Und ich wollte halt damals unbedingt Geschichte und Politik studieren. Ja. Diese Möglichkeit hat sich hier geboten und schon war ich in Kassel. Damit begann das Ganze natürlich letztlich erst. Und Nordhessen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist halt wirklich meine Heimat geworden. Ich bin zwar regelmäßig in Berlin Familie besuchen. Und ich bin viel mit meiner Frau unterwegs, auch wir haben einen Hund, wandern, ich jogge gerne, segeln am Edersee. Und dann kommt man natürlich auch mit der ganzen Region in Berührung. Und dann kommt man natürlich auch ein bisschen rum, Kellerwald, Edersee. Und dann kommt man auch hier in die Bereiche natürlich und lernt auch Frankenau kennen, Altenlotheim, da bin ich schon gewesen tatsächlich. Ja. Und dann hat sich natürlich auch bedingt durch die Situation, dass relativ kurzfristig Björn halt nicht angetreten hat, diese Möglichkeit. Wir reden über Björn Brede, den bisherigen Bürgermeister von Frankenau. Richtig. Naja, genau. Also es gibt ja Leute, die das Video sehen, die nicht wissen, wer Björn ist. Björn. Ja. So. Aber Politiker, Sie haben Politik studiert und Geschichte, aber Politik ist nicht Ihr Beruf. Nein, Politik ist nicht mein Beruf. Ich sehe Politik, glaube ich, für mich persönlich auch nicht unbedingt als Beruf. Oder noch nicht Ihr Beruf, wollen wir das mal so sagen. Sie sind, kann man ruhig sagen, aktiv zurzeit bei der Bundeswehr. Korrekt. Mhm. Und das heißt, wenn es nicht klappt, fällt man weich. Fällt man weich. Also ich glaube erstmal, Politik betrachte ich erstmal als Passion. Ich möchte mich gerne für diese Demokratie politisch einbringen, auch in die Gesellschaft einbringen. Und im gleichen Sinne verstehe ich auch meinen Dienst bei der Bundeswehr. Das ist ein Dienst an der Demokratie. Und deswegen bin ich da sehr, sehr ähnlich unterwegs. Weichfallen. Weichfallen heißt, Sie behalten Ihren Job. Das tue ich. Ich behalte meinen Job. Ich werde im Falle einer Wahl, sofern die Bürgerinnen und Bürger mir ihr Vertrauen schenken, freigestellt. Natürlich. Ja. Das ist auch keine, auch das bin ich schon gefragt worden, das ist keine Kannentscheidung, sondern das wird dann natürlich im Falle der Wahl auch automatisch passieren. Es ist nicht so, dass die Bundeswehr dann sagen kann, nein. Aber ich kann auch am Ende einer Wahlperiode, wann immer das dann ist, und die Bürgerinnen und Bürger Frankenaus entscheiden, jetzt ist der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen, wieder zurück zur Bundeswehr gehen. Das sind Sie nicht der Einzige. Der Bürgermeister von Frankenau war Oberstleutnant und ist dann in die Politik gegangen. Und jetzt ist er rettet. Bei der Bundeswehr ist er also nicht mehr aktiv, aber als Bürgermeister kann er ja noch. Ja, soweit zu Philipp Gabriel. Kann Gabriel Bürgermeister? Also ich glaube, wenn ich das verneinen würde, würde ich hier und heute nicht sitzen und würde hier auch nicht um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger von Frankenau werben.
wie gesagt, das Politikinteresse ist das eine. Das andere ist aber natürlich, was sind die Aufgaben eines Bürgermeisters? Und ich glaube, ich bringe zwei wesentliche Dinge mit. Ich habe mir eine große Erfahrung mittlerweile angesammelt im Bereich der Administration, Verwaltung. Da bin ich viel unterwegs bei der Bundeswehr. Und das ist natürlich auch eine Kernkompetenz aus meiner Sicht, die ein Bürgermeister mitbringen muss, als in der Verwaltung, in der Administration. Und auf der anderen Seite bei der Bundeswehr bin ich auf viele verschiedene Menschen getroffen. Und ich glaube, ich kann gut auf Menschen zugehen, ich kann verbinden. Und mit allen reden. Und ich glaube, das sind so die zwei Kerneigenschaften, die ich mitbringe. Nun hat sich ja die Bundeswehr auch geändert. Es geht nicht mehr ausschließlich nach Law and Order. Und ein Bürgermeister ist ja letztendlich so eine Art Teamleader. Das heißt, er muss neutral sein, er muss für vieles offen sein. Er muss, ja, Sie sagten ja schon, mit allen reden können. Er muss auch unterschiedliche Interessen innerhalb der Stadtverordnetenversammlung des Magistrats unter einen Hut bringen. Und letztendlich ist ja das Schwierige dann am Job des Bürgermeisters, dass er Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung des Magistrats nach außen verkaufen muss. Er ist ja auch der oberste Marketingchef seiner Gemeinde. Ist das so? Naja, also ich glaube, wenn man guckt, welche Kompetenzen hat der Bürgermeister alleine für sich, dann sind die schon beschränkt. Und deswegen, er muss mit anderen zusammenarbeiten. Der Chef vom Ordnungsamt, das ist doch was. Das ist zumindest nicht genau. Ne? Mit dem Ordnungsamt kann man natürlich auch was machen, das ist richtig. Aber er braucht natürlich die Stadtverordnetenversammlung, er muss mit den Leuten zusammenarbeiten. Und natürlich muss er auch überparteilich auftreten. Und er muss mit Sicherheit auch einfach mal die Entscheidungen vertreten, wo er sagt, das ist jetzt die Entscheidung der STAFO und so ist sie zu vertreten und da muss auch ein Bürgermeister dann natürlich als Teil des Teams mitziehen. Nun hat der Berliner Nordhesse sich hier so ein bisschen schon umgetan, also, aber es ist der Blick von außen. Ja, Sie sind noch nicht so richtig hier irgendwo reingedrungen, sondern ja, immer wieder bei Besuchen, bei Gesprächen, der Blick von außen. Was ist Ihnen aufgefallen? Also erstmal ist mir wirklich aufgefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, so der erste Kontakt, wo immer der halt auch war, ob das jetzt auf einem Fest war oder auch persönlich, ich bin unglaublich interessiert und unglaublich freundlich aufgenommen worden. Und das muss ich wirklich sagen, hat mich begeistert. Man weiß ja selber immer erstmal nicht, wenn man sagt, ich kann mir das vorstellen, wie kommt das überhaupt, diese Interessensbekundung überhaupt an? Jetzt kommt da einer von außen, was will denn der jetzt? Will der uns erklären, wie wir hier das machen? Im Gegensatz, also ich bin eigentlich wirklich sehr positiv aufgenommen worden und konnte dort auch, habe auch den Eindruck gehabt, dass die Menschen verstehen, was meine Idee ist, dieses von außen vermittelnd, ohne jetzt, sag ich mal, alle Probleme zu kennen, alle Streitigkeiten zu kennen und da halt aus dieser Position heraus wirklich vermittelnd agieren zu können. Und ich habe persönlich den Eindruck, dass das ja, positiv aufgenommen wurde. Das heißt, in Ihrem ersten Rund- und Überblick gab es die ein oder andere Idee, die Sie vielleicht in einem zukünftigen Bürgermeisteramt mit einbringen können? Ja, also Ideen. Also es geht um Ideen, nicht um Kritik oder Konzepte. Erstmal sind es ja Ideen. Ne? Also was mir wirklich aufgefallen ist, ist das wirklich ausgesprochen lebendige Vereinsleben, das ja auch auf den Adeldörfern der Fall ist. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und das ist etwas, das ich gerne stärken und auch weiter fördern möchte, weil ist ein Teil der Gesellschaft. Das ist wichtig. Und wir gehen, glaube ich, mit vielen diesen Dingen sehr leichtfertig um. Und wenn es dann aber irgendwann nicht mehr da ist, dann merken wir erst, was wir verloren haben. Dazu gehören für mich zum Beispiel auch die DGHs, die Dorfgemeinschaftshäuser. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass jeder diesen zentralen Anlaufpunkt einfach hat. Und die möchte ich auch gerne erhalten. Aber sie sind teuer, ne? Alles kostet Geld. Naja, das ist auf alle Fälle der Fall. Aber da muss man halt einfach abwägen. Was ist Gemeinschaft wert? Und ich glaube, Gemeinschaft ist viel wert. Gut, man muss dazu sagen, vor Corona wurden die Dorfgemeinschaftshäuser natürlich von Vereinen und so weiter regelmäßig genutzt. Mit Corona hat sich das ein bisschen geändert, kommt vielleicht wieder. Die nächsten beiden Fragen können wir eigentlich zusammenfassen. Ja, Bürgermeister im ländlichen Bereich ist auch ein Fulltime-Job. Das heißt, 7 Tage die Woche quasi irgendwo zu sein oder damit zu rechnen, dass nachts das Handy klingelt und die Leitstelle den obersten Feuerwehrchef sagt, pass mal auf, hatten wir ja hier neulich erst einen Brand, dann ist der Bürgermeister auch dabei. Zieht da die Familie mit?
Also das ist also Hund und Frau. Hund und Frau. Also natürlich, in dem Moment, sage ich mal, wo diese Idee auch ein bisschen konkreter wurde, war natürlich das Gespräch in der Familie. Ja. Können wir uns das vorstellen? Wollen wir das gemeinsam machen? Ja. Und wenn wir familienintern diese Frage nicht klar mit Ja beantwortet hätten, dann wäre das natürlich der falsche Weg. Und also wenn die Frau nicht mitzieht, brauchen sie das gar nicht zu machen. Genau, und dann kann ich sagen, da zieht meine Frau und mit. Im Falle einer Wahl eventuell dann doch den Standort näher an den Dienstsitz zu verlegen, ja. Also das, von der Idee her. Ja. Also das ist ganz grundsätzlich auf alle Fälle die Absicht. Klar, aus meiner Perspektive als Soldat sage ich 70 Kilometer, das ist ja gleich um die Ecke. Ja. Ich glaube aber mit den Aufgaben als Bürgermeister sind 70 Kilometer zu viel. Es wird auch oft abends spät, muss man ganz klar sagen. Genau, viel ist auch eher in den Abendstunden. Insofern im Falle einer Wahl ist der Umzug. Und selbst wenn wir keinen schneereichen Winter mehr haben, aber glatt und nebelig und trüb und Sie müssen immer über die Hügel fahren, das ist schon was. Hat natürlich einen Vorteil, wenn Sie dann Ihr Kennzeichen ändern, kriegen Sie eventuell KB, dann können Sie Ihre Berliner Verwandtschaft sagen, Kommandatur Berlin. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ist gut. wir haben es schon angesprochen mit dem Blick von außen, aber trotzdem hat man ja mit den Ideen und weiß oder mit dem, was man bisher erkannt hat, wo können noch Potenziale stecken? Wir sind eine Fremdenverkehrsregion, nutzt aber nichts, wenn ich keinen Kaffee kriege. Mhm. Also das ist so. Also wir gucken gerade hier auf diese wunderschöne Eiche. Mhm. Ja, nutzt nur nichts, wenn die Leute da hinkommen, 20 Minuten durchlaufen und dann 30 Kilometer fahren müssen, um Kaffee zu trinken. Also ich kenn's ja wirklich von den, wenn ich mit meiner Frau und Hund unterwegs bin, auch wir freuen uns natürlich, wenn man einfach so den Heimtag unterwegs ist, wenn man irgendwo diesen Ort hat zur Einkehr, wo man mal gemütlich sitzen kann und einen Kaffee trinken kann. Ich glaube, das gehört für viele dazu. Ja. Und ich glaube, im Bereich des Tourismus bietet diese Region unglaublich viel, hat aber auch noch ganz viele Dinge, wo sie einfach an den Stellstrauben drehen muss. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Gemeinde Frankenau wird kein Kaffeebetreiber werden. Das kann sie nicht. Stadt, also da legen die Frankenauer Wert drauf. Die Stadt. Kleine Stadt im großen Wald. Genau, wird aber kein Betreiber eines Kaffees. Ist auch nicht Aufgabe der Politik. Genau, da können wir nur die Voraussetzungen schaffen. Ja. Und da müssen wir natürlich dran ansetzen, dass dann natürlich auch wieder mögliche Betreiber sagen, ich kann mir das vorstellen. Können oder nicht ganz ohne den Vorgänger bzw. den jetzigen Bürgermeister. Der Grundstein ist gelegt für das Gesundheitshaus. Eine gute Idee? Finde ich in jedem Fall, dass das eine gute Idee ist. Genauso wie die Idee des neuen Lebensmittelvollversorgers. Ich stehe dahinter. Ich möchte gerne auch, dass diese zwei wesentlichen Elemente der Infrastruktur in Frankenau wirklich zeitnah auch umgesetzt werden. Und da möchte ich mich gerne intensiv einbringen. Ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, dass so ein kleines Städtchen wie Frankenau, eine Grundschule, ein Kindergarten, zwei Ärzte, ein Zahnarzt, alles Mögliche hat? Das hat man nicht oft. Ne? Das hat man nicht oft. Apotheke, nicht vergessen, Lebensmittelversorger und ein paar Kneipen, die noch existieren. Also, Und das macht natürlich. Hat Sie das nicht erstaunt, so für so eine kleine Stadt auf dem Land? Nein, erstaunt hat es mich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde halt wichtig, dass man sich dafür einsetzt, dass das auch Perspektive hat und dass das auch so bleibt. Gerade, sag ich mal, Arzt auf einem etwas ländlicheren Raum ist natürlich auch ein Thema, das kommt ja immer wieder. Und da muss man natürlich was für bieten. Und da muss man auch gucken, im Bereich des Ärztehauses, wie kann man das natürlich, das Haus ist das Gesundheitshaus. Eine. Gesundheitshaus, aber das ist als Objekt ja erstmal das eine. Wie kann man das auch attraktiv gestalten, dass es dort auch von den entsprechenden Ärzten auch angenommen wird. Das Problem ist ja nicht, so ein Haus zu bauen. Das Problem ist, das später mit Leben zu erfüllen. Und junge Ärztinnen, und wir haben eine Verweiblichung in der Medizin, sind ja nicht immer bereit, aufs Dorf zu ziehen, weil sie nicht wissen, wie schön es hier ist und was man alles hat. Ja. Aber da haben wir ja schon das erste Fund, indem wir schon mal die Leute einladen können und sagen, schau, wie schön es ist. Ich kann Ihnen sagen, dass der Vorgänger in der Apotheke zusammen mit der Stadt also lange, lange versucht hat, einen Nachfolger für die Apotheke zu finden. Mit sehr teuren Anzeigen im Ärzteblatt und wo nicht die Apothekerzeitung. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, weil die Leute noch nicht mal bereit waren, sich hier umzugucken. Mhm. Ja. Anderes passt aber natürlich auch wieder ins Gesundheitshaus, sind wir haben es kommen zwar immer mehr junge Leute zurück und das geht auch inzwischen immer besser durch die
verbesserten Möglichkeiten im Internet, es sei denn, wie jetzt letzte Woche, wo davon mal knapp 24 Stunden weg war, oder nicht ganz, aber immerhin, das ist natürlich ein Unding in der heutigen Zeit. Trotzdem, Senioren, Seniorinnen sind ein großes Thema. Der demografische Wandel war jahrelang so ein Schlagwort, der ist immer noch da. Wir haben eine ältere Gesellschaft, aber nicht mehr so stark. Trotzdem, Wohneinheiten für Senioren, betreutes Wohnen, seniorenbetreutes Wohnen. Weil ich wehre mich so ein bisschen gegen das Wort Heim. Das ist so, wir Deutschen haben da in der Sprache ein wenig schöne Wort für sowas, aber so eine Seniorenwohneinheiten, die Senioren betreut mich. Ist ja auch ein Thema, oder? Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde gerne auch in die Richtung gehen, dass man natürlich allen Menschen möglichst lange die Gelegenheit gibt, zu Hause gut zu leben. Und dazu gehören für mich neben natürlich auch Pflegeeinrichtungen, Pflegeunterstützung, auch die Frage der Barrierefreiheit. Ja. Und ich glaube, auch in dem Punkt kann man immer noch die ein oder andere Stellschraube drehen, um da ein bisschen was zu ermöglichen. Mhm. Was jetzt wirklich die Tagespflegeeinrichtung geht, oder Sie haben es jetzt gerade genannt, das schwierige Wort, sagen wir mal, Pflegeheim. Ich weiß, dass das durchaus ein diskutiertes Thema ist. Man kann aber auch Einrichtung sagen. Man kann auch Pflegeeinrichtung sagen. Da muss man natürlich auch gucken, wie viele dieser Einrichtungen gibt es in relativ engem Bereich im Umkreis. Und trägt diese Einrichtung jetzt wirklich für Frankenau alleine? Braucht Frankenau alleine eine? Oder kann man halt einfach sagen, man guckt an anderen Bereichen? Ja, wobei man sagen muss, klar, mit dem lange alleine wohnen, alles in Ordnung. Ortskerne, da wohnen die älteren Leute in der Regel, nicht in den Neubaugebieten. Da ist das immer ein bisschen schwierig mit Barrierefreiheit, weil dann unter anderem der Denkmalschutz gleich einen Finger drauf hält. Mhm. Wobei hier, muss ich dazu sagen, in Waldeck-Frankenberg, der sehr kooperationsbereit ist. Nichtsdestotrotz, Tagespflege alleine reicht manchmal nicht und da ist dann schon das stationäre Wohnen in so einem Bereich wunderbar. Man denkt ja drüber nach, da eine Institution im Bereich alte Schule zu schaffen. Ja. Hat ein Kandidat Gabriel schon mal drüber nachgedacht, es gibt schöne Modelle in anderen Ländern, in den Niederlanden zum Beispiel, Ungarn, Polen, wo gar nicht mehr solche Heime gebaut werden, sondern 30 kleine Häuschen mit einem zentralen Mittelpunkt, mit Friseur und ein bisschen Lebensmittel. Ob man sowas nicht realisieren könnte? Also das klingt jetzt erstmal durchaus nach einer interessanten Überlegung. Die müsste man dann auch nochmal konkret auch nochmal prüfen, ob da die Kapazitäten auch da sind, ob auch wirklich der Bedarf in der Form da ist. 30 Häuschen oder 10, also wie gesagt. Ja, ich bin jetzt kein Experte fürs Gesundheitswesen, das muss ich ganz offen bekennen. Aber ob sag ich mal, ein Betreiber, und auch der muss ja irgendwo dahinter stehen, mit 10 Häuschen das auch wirklich umsetzt, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ja. Grundsätzlich glaube ich, ist es entscheidender, dass wir in Frankenau gucken, wo können wir wirklich auch direkt Einfluss drauf nehmen. Und deswegen ist für mich wieder dieses Schlagwort der Barrierefreiheit, dass wir lieber versuchen, da wirklich was zu machen, weil das liegt in unserer Kompetenz. Gut, es nutzt aber auch nichts, wenn Sie Einrichtungen für 50, 60, 70 Bewohner schaffen und Sie kriegen das Pflegepersonal nicht in die Region. Das ist die nächste Frage. Ich glaube auch gerade Pflegepersonal ist ja wirklich ein rares Gut. Das hat man ja jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren immer gesehen. Auch die Belastungen, die damit verbunden sind. Immer mehr springen ab aus dem, auch hier bei uns in der Region, weil die einfach auch an der Grenze ihrer Kapazitäten, ihrer Leistungsfähigkeit und nicht sonderlich attraktiv, was da geboten wird. Ja. Ja. Das, was geleistet wird, leider ja. Hase, gucken Sie mal, hier, raus, da läuft doch, Hase. Wir haben noch Hasen hier. Ja, aber schnell ins Unterholz. Entdeckung. Ja, schnell. Dann, jetzt ist er über den Weg drüber. Jetzt drüber? Ach, da ist er wieder. Läuft da. Also, Natur rundherum, sogar Hasen, die langgesagten Toten sind auch noch da. Mhm. Irgendwann ist ja nun der 26. September, das ist der Wahltag, der fällt zusammen mit der Bundestagswahl und der Landratswahl, also kann man von einer einigermaßen Wahlbeteiligung ausgehen, was ja bei Urwahlen nicht immer der Fall ist. Und gesetzt im Fall, Philipp Gabriel wird Bürgermeister.
außer dem Küsschen von der Frau und dem Blumenstrauß und das Leckerli für den Hund, hat man dann Ziele. Also das Küsschen von der Frau hole ich mir in jedem Fall gerne ab. Darauf verzichte ich nicht, das kann ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, wir haben mehrere Ideen, die wir natürlich einbringen müssen. Ich glaube aber, das Erste, was man wirklich machen muss, auch als neuer Bürgermeister ist, und das wäre mein erster Schritt, wirklich auf alle Akteure zugehen, ja, mit allen reden. Dorferneuerungsprogramm ist so ein Schlagwort. Gut, da ist Frankenauer jetzt inzwischen drin. Ne? Genau. Und so, was sind dort auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger? Was kann man davon umsetzen? Wie kann man es umsetzen? Ja. Und da ganz konkret wirklich auf die Menschen zugehen und mit den Menschen reden. Das wäre der erste Schritt. Sie hatten es angesprochen, Vereinsleben. Nun haben wir keine Philharmonie, wir haben keine großen Theater, sondern alles wird getragen von Ehrenamtlichen, von Vereinen, die ein großer Teil der Träger der ländlichen Kultur sind. Das ist toll, aber lastet immer auf wenigen Schultern. Wäre es eine Möglichkeit zu sagen, dass man irgendein Event in Frankenau installiert, nicht nur die Ziegenbock-Kirmes, die ganz wichtig ist, das Heimatfest, nicht nur das Heideblütenfest in Frankenau, in Alt-Lothain, sondern wo ja ein kulturellen Event, ob das nun ein Rockkonzert ist oder ein klassisches Konzert oder sowas, um überhaupt auch die Vereine nicht zu dümpieren, sondern zu entlasten als Träger der ländlichen Kultur. Also ob wir jetzt Wacken 2.0 machen, das lassen wir nochmal dahingestellt. Aber was ich mir auf alle Fälle vorstellen könnte und was ich gerne machen möchte, ich möchte an all die Menschen, die wirklich sich in der Form in die Gesellschaft einbringen, dass man da vielleicht einfach was anbietet, um auch mal Danke zu sagen. Ja. Weil, wie ich vorhin schon meinte, wir nehmen viel von dem, was wir haben, als selbstverständlich hin. Und das ist es halt eigentlich nicht. Und ich glaube, dass da gut, da wir damit beraten sind, auch auf diese Menschen zuzugehen und einfach mal Danke zu sagen, um sie zu animieren, auch ihren Einsatz, den sie dort tagtäglich bringen, den auch weiter aufrechtzuerhalten. Und vielleicht auch, und das ist ja, glaube ich, auch bei vielen Vereinen so in meiner Beobachtung jetzt hier in der Region gewesen, auch Nachwuchs. Es muss ja auch jemand kommen, der es weiter betreibt. Und ja, dafür muss man natürlich lernen. Streiten sich oft 5 Vereine um dieselben 2 Jugendlichen im Dorf oder Kinder. So kann man es auch sagen. Streiten sich nicht, aber jeder versucht sie für sich zu überzeugen. Ganz wichtiges Element, gerade im ländlichen Bereich natürlich die Feuerwehr, die nicht nur errettet wird und löscht, sondern eben auch oft was für den Umweltschutz tut und so weiter. Aber auch die Theatervereine, Fußball natürlich. Aber es gibt halt mehr, gibt doch halt mehr. Gesangsvereine sind ein wichtiges Thema. Aber ja, gut, mir gefällt die Idee, so ein Fest für die Ehrenamtlichen zu machen, so eine Veranstaltung für die Ehrenamtlichen, wo die ausnahmsweise mal nicht bedienen und sondern eingeladene Gäste eingeladen sind und Gäste sind und so ein Fest genießen können. Genau. Die Idee, die gefällt mir gut. Ja. Das ist sicherlich eine Art Danke zu sagen und das könnte man als Stadt durchaus, zwar nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle 2 Jahre etablieren, weil es kostet ja immer ein bisschen Geld. Und die Spenden oder Sponsoren sind auch nicht jedes Jahr bereit, da 3-stellig, 4-stellig, 5-stellig zu bezahlen. Also grundsätzlich, das ist so etwas, was mir wichtig ist, sich gerade auf dieses Ehrenamt, auf die freiwilligen Helfer zuzugehen und denen auch zu signalisieren, ihr seid wichtig und wir wollen euch das auch wertschätzen und wir wollen auch Danke sagen. Ob man das mit einem Fest macht oder in irgendeiner anderen Form, das müsste man noch prüfen, aber ich finde auch die Idee eines Festes durchaus interessant. Ja, also Veranstaltung in dem Sinne, ob das nun, weil in der Regel ist das ja so, wenn der schöne kleine Verein oder sehr aktive Verein Allendorf Hartberg, mit der Backgruppe und der da haben Sie mal das Bier von der Braugruppe probiert. Ja, ich hatte schon die Gelegenheit. Ja. Und mir ist dann direkt danach auch, sag ich mal, einmal das kommerzielle Bier daneben, so das vergleichen wir doch mal. Da muss man schon wirklich sagen, der Unterschied, der ist beeindruckend. Könnte knicken. Ja. Also ich habe da ein kleines Video über die Braugruppe gemacht. Und eigentlich hätte ich noch, wenn ich nicht hätte fahren müssen, wäre ich da geblieben. Kann ich verstehen bei dem Bier. Ja. Bei dem Bier, das ist wirklich herrlich. Sehr lecker. Ja, da gibt es auch ein schönes kleines Heimatmuseum mit viel Liebe zusammengetragen. Ja. Für uns in der Touristen, wie wäre denn so eine Idee, gerade auch die Ortskerne wieder zu beleben, wenn man so ein
alten Bauernhof in einem Ortskern, egal in welchem Stadtteil der nun ist, da sagt, wir machen ein lebendiges Museum, wie Landwirtschaft 1915. Es gibt noch alte Leute, ältere Leute, die die alten Handwerktechniken beherrschen, die also noch einen Besen binden können, was Bauern im Winter gemacht haben, Heurechen und so weiter, um das als zusätzlich zusammen vielleicht mit der Arche, die alte Haustierrassen haben, den Tourismus noch attraktiver zu machen. Ja, also grundsätzlich haben wir da Bedarf, auch da wirklich nochmal den Tourismus attraktiver zu machen, was zu bieten. Aber da sind wir natürlich auch in dem Bereich, da stützen wir uns schon wieder auf Freiwillige und Ehrenamt ab. Und ich glaube, bevor wir den Weg gehen, möchte ich erst einmal Danke sagen. Und dann kann man gucken, welche Möglichkeiten und Kapazitäten haben wir noch. Es ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen. Als Militär sind Sie es sicherlich gewohnt, Sie haben es gelernt, eine Lage zu analysieren, bevor Sie Ihre Männer und Frauen ins Feld führen. Wie sind Ihre Chancen? Wie sind meine Chancen? Ja, ich meine, letztlich liegt die Entscheidung natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern in Frankenhaus. Ich möchte jetzt die Zeit einfach intensiv nutzen, um auf die Menschen zuzugehen, auch für mich, als für meine Ideen und meine Personen natürlich zu werben. Bisher, das habe ich gerade ja eben schon gesagt, bin ich wirklich positiv aufgenommen worden. Insofern gehe ich davon aus, dass ich natürlich Chancen habe. Und sind wir ganz ehrlich, wer das versucht, wer sich zur Wahl stellt, der stellt sich natürlich auch mit der Absicht zur Wahl, diese Wahl zu gewinnen. Und da nehme ich mich nicht außen vor. Gut, dabei sein ist alles, gilt in der Regel für beim Sport, für den Tross und die Funktionäre. Genau. Die Athleten, die da antreten, die wollen alle gewinnen. Egal, wie gut oder schlecht ihre Chancen sind, die wollen gewinnen. Die wollen als Sieger vom Platz gehen. Mhm. Die Möglichkeit einer Stichwahl... Frankenau hat jetzt 4 Kandidaten zur Auswahl. Wenn man nach Rosenthal guckt, wir haben gerade mal einen. Ich glaube, Frankenau darf erstmal stolz drauf sein. Das zeigt auch, wie interessant Frankenau, wie interessant die Region ist, dass sie 4 Kandidaten haben. Das war aber bei dem jetzigen Bürgermeister Björn Brede auch so. Da standen 5 Kandidaten zur Wahl. Genau. Das ist auf alle Fälle, das ist mal das eine. Und dann ist natürlich, glaube ich, auch die Möglichkeit einer Stichwahl gegeben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Klar, das Ziel ist es, jetzt zu überzeugen, aber ich scheue mich auch nicht davor, in eine Stichwahl zu gehen. Philipp Gabriel, Bürgermeisterkandidat, gestützt von der SPD, selbst SPD-Mitglied, sollte man offen sagen. Auf alle Fälle. Dann freuen wir uns auf einen spannenden Wahlkampf und am 15. September ist das Forum hier einer heimischen Lokalzeitung. Ja. Da treten die Kandidaten direkt im Duell an und dann sehen wir mal, was der 26. September bringt. Das machen wir, Herr Dudek. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Gerne.